Hallo und willkommen zurück zu Sheltered. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, die Herrschaften machen sich jetzt erstmal den Magen voll. Nein, du gehst jetzt erstmal die Dekontamination aufrüsten. Du bist gleich gesättigt. Objekt fertigen. Level 2. Ein Ofen. Direkt daneben. Und du? Objekt fertigen. Dafür fehlen uns Nägel. Aber hierfür fehlen uns nicht Nägel. Da können wir sie leider nicht hinpacken. Da passt sie hin. Hervorragend. Dann haben wir nicht nur mehr Lagerplatz für gutes Zeug, das wir irgendwo einsammeln. Sondern auch... Also langsam würde ich sagen, haben wir eine gute Chance. Verzweiflungsfleisch. Ich höre dich ja. Aber du hältst noch ein paar Tage durch, oder? Ja, du bist müde. Aber Donner ist bald ausgeschlafen. Bastler! Schön. Du bist auch müde, naja. Okay. Tag 14. Aufgaben haben wir keine. So. Du musst auf die Toilette warten. Du bist auch müde und musst auf die Toilette. Eieiei. Ein Fleisch und zwei Leder. Den können wir nur zerlegen. Schwarzer Regen an der Oberfläche. Gut, dass wir den Wasserfilter gerade verbessert haben, oder? Okay. Das Ding können wir auch nicht herstellen. Für die Tasche fehlt uns Nylon. Hat eine Expeditionsgruppe einen Schlafsack ausgerüstet, erhöhen sich ihre Attribute auf der Aha, okay, die können... Das ist ein Schlafsack und keine Tasche. Das ist gut zu wissen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem lieber eine Tasche hätte. Wo können wir denn streichen? Versteckscharnier. Verleiht zwei zusätzliche Inventarplätze, benötigt aber Kunststoff. Ich würde sagen, wir streichen die Küche einmal. Und... Rosa Farbe, rote Farbe. Okay, lasst mich einmal nachgucken. Wärmt die Rationen etwas auf. Damit vertreibt die Nahrung den Hunger ein wenig länger. Okay. Gut, du streichst eben fertig. Als nächstes müssen wir also dringend gucken, dass wir mindestens noch ein zusätzliches Bett bekommen. Dafür brauchen wir Nägel. Viele Nägel. Und wenn ihr beide wach seid,
Wie sieht's bei dir aus? Bist schon so gut wie du eigentlich auch? Komm, dann kannst du auch aufstehen. Wir müssen auf das Ende des schwarzen Regens warten. Aber immerhin kriegen wir wieder etwas Wasser zusammen. Ist das Kontamination 16%? Lagerplatz haben wir jetzt 52, das ist immerhin schon mal was. Jetzt hört der Regen ums Verrecken nicht mehr auf, hä? Die Computerspiele haben das, dies alles amüsanter aussehen lassen. Ja, das glaube ich sogar. So, nein, Donna und Brenda, bitte sag mir, dass du jetzt. Oh, endlich. Gesund, untätig, mutig und faul. Mutig und faul. Interessante Kombination. 55 Wasser. Okay, wir brauchen eine Menge Nägel. Zuletzt besucht vor 7 Tagen. Okay, liegt ja quasi auf dem Weg. Ausrüsten. Masken haben wir keine, sorry. Ausrüsten und senden. Was heißt dieses Symbol hier? Oh, das heißt, uns ist der Strom ausgegangen. Was auch erschreckend schnell geht. Außerdem haben wir wieder einmal Ratten. Anzug zurücklegen. Und danach Schutzraum reinigen. Schon, ihr seid beide eigentlich auch fit. Ich könnte euch auch noch mal losschicken, aber dann wäre kaum noch einer da und okay. Hatten wir denn noch irgendwas anderes, was wir fertigen könnten? Wir könnten noch einen weiteren Raum. Zement haben wir, Holz haben wir, Metall haben wir. Okay. Dann machen wir das. Und den Strahlenschutzanzug kannst du dann auch langsam mal ausziehen. Könnten James alleine losschicken? Ein Holzlager natürlich durchsuchen. Oh, so funktioniert das. Dann ist gut, dass ich die Sachen so platziert habe. Es passt ja hervorragend. Prozent, 95%. Du wirst müde.
Holz, Kunststoff. Ja, nehmen wir mal den Sand mit. Den Baumstamm. Lass mal liegen. Du kannst das hier mal fortsetzen. Sieht es hier aus? 95%, 85% reparieren. Und danach kannst du den auch direkt mal auffüllen. Okay, du bist auch relativ wach. Regen und zwar normaler, das ist schön. Das ist fast erledigt. Danach wird er wahrscheinlich eh selbstständig schlafen gehen. So, ein kleines Haus. Interessant, dass sich diese Orte nicht verbrauchen und quasi wieder aufzufüllen scheinen, aber das ist gut für uns. Okay, lass mal sehen. Nahrung, Leder nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nimm die Sachen auch mal mit. Bestätigt, ja. Ha, ich bin hier, um mit euch ins Geschäft zu kommen, für den richtigen Preis. Mal sehen, was hast du denn? Scharniere. Der ist zu viel wert. Hättest du nicht Nylon mitbringen können? Ich meine, die Scharniere nehmen wir auch gerne. Aber dann können wir wahrscheinlich unsere. Einmal Kalk, ne? Ist auch zu viel wert. Wir brauchen. Ne, wir brauchen zweimal Sand. Was hätten wir noch? Haben doch. Hier, Leder. Das sind 10. So, kriegt ihr 4 Leder und wir kriegen das ganze Zeug. Wie viel sind die? Oh, nein, können wir uns nicht leisten. Ja, ich möchte das wirklich handeln. Nein. Aufrüsten. Ne, jetzt fehlen uns Rohre. Ernsthaft? Okay. Wie sieht es hiermit aus? Hierfür fehlt. Oh mein Gott, so viel Metall. Und Zement. Okay. Und dann was anderes Scharnierbedürftiges. Hierfür fehlt uns 2 Metall. Aha. Nicht schlecht. Ein Boxsack. Leder, Seil, Wolle. Wir könnten einen zweiten Kühlschrank bauen. Ha, Minen, Lichtungen, Höhlen. Ha, nicht uninteressant. Aber ich möchte das Metall jetzt natürlich nicht verbrauchen. Aus einem durchaus verständlichen Grund. Weil so eine Brennkammer. Wir haben überflüssige Gegenstände. Wobei, Metall hätten wir genug. Was wir bräuchten, wären Rohre. Wobei, das ist natürlich typisch. Es fehlt immer irgendwas. Das hat, glaube ich, mit der Apokalypse zu tun. Tag 17 immerhin. Okay. Zu blöd, dass wir die Axt verloren haben. Du, beweg deinen Arsch hier rüber. Du solltest dich nicht umgucken. Beweg dich. Bitte zu sagen, wäre echt nett.
Sieh dich doch mal an, du bist eine Katastrophe. Ah ja. Waren. Das Metall hätte ich gerne. Und den Rest kannst du eigentlich behalten. Nee. Ja. Oh. Faszinierend. So. Interessant wäre die Frage, wie bauen wir selber hier Licht ein, weil momentan ist halt ziemlich finster. Futter, Futter, Futter. Haben wir ein kleines Haus? Wie sehen die aus? Okay, reparieren mal. Den lassen wir erstmal noch stehen, während die anderen essen. Es wäre eine Überlegung wert, einen zweiten Kühlschrank zu bauen, damit wir mehr an einlagern können. Aber der braucht natürlich Strom und dafür wird der Generator wahrscheinlich täglicher Verbrauch 0,5. Was haben wir hier? Noch mehr Nahrung. Benzin. Kaputtes Radio und ein Schutzschalter. Nimm mal alles mit. Oh, schwarzer Regen, wie schön. Dann wird unser Hirsch wahrscheinlich schlecht werden. Sieht's hier aus? Okay, den kannst du als nächstes reparieren. Lass mal gucken, was brauchen wir für den Kühlschrank? Zwei Metall, ein Scharnier, drei Rohre, ein Gummi und ein Motor. Warum können wir den nicht direkt da drauf stellen? Aber praktisch wäre es in jedem Fall. Ja, komm erstmal wieder rein. Weil das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis das fertig ist. Vorher lohnt es nicht, den Hirsch zu holen. Aha, ein kleines Haus. Sehr gut, mitnehmen. Geh erstmal reparieren und danach kannst du duschen. So, was habt ihr gefunden? Oh, die sind auf jemanden getroffen. Hallo? Rekrutieren brauchen wir erstmal niemanden. Handeln? Okay, Nahrung ist 10 wert. Leder haben wir reichlich. Perfekt. Ja, ist ein guter Deal. Der müsste ziemlich. Ja, wir haben ein gutes Schnäppchen gemacht. Sehr schön. Und noch mehr Nahrung und Benzin. Und was haben wir hier? Nehmen wir auch mit. Farbe nehmen wir auch mit. Schallplatte brauchen wir erstmal nicht. Wir haben nämlich auch keinen Plattenspieler. Der Mond sieht wirklich beeindruckend aus. Ja, bitte umsehen. Ja, das Ding können wir auch mal reparieren.
Mehr Nahrung. Sand ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Farbe hat uns auch nicht so viel genützt. Ich würde aber lieber ein Buch mitnehmen. Gut. Gut. So. Ist manchmal ein bisschen fimmelig, alles so hinzukriegen, dass es passt. Aber nein, du brauchst die Katze jetzt nicht mehr zu füttern. Das hat sich gerade schon erledigt. Was du aber machen kannst, du kannst. Genau, einmal duschen. Der hat noch eine Nutzung übrig, der auch. Also nahrungsseitig sind wir schon mal gut dabei. Wasser ist auch in Ordnung. Du hast Durst. Okay. Dann kümmere dich drum. Okay, 91, 91. Ja, braucht Nägel, braucht Nägel. Und hierfür brauchen wir Rohre. Es ist egal, wie wir es drehen. Okay, kein Platz mehr, aber das ist nicht tragisch. Ein Rohr. Ist leider nicht viel, aber wir nehmen es trotzdem mit. Den Schalter brauchen wir nicht. Das Brett nehmen wir mit. Die Feder nehmen wir auch mit. Direkt nochmal anfangen zu reparieren. Achtzehn Tage immerhin. Ich denke, darauf dürfen wir uns schon mal was einbilden. Oder auch nicht, wer weiß. Und Carol ist zwar auch nicht ganz optimal, aber bleiben uns noch 22 Wasser übrig. Aber ich würde mir das hier hinten gerne mal angucken. Auf dem Rückweg natürlich, da mal vorbeizuschauen. Wir haben nichts mehr zum Ausrüsten.
Kommt erstmal rein. Tagreisende, okay. Antistrahlentablette nehmen und Antistrahlentablette nehmen. Wir haben zwar nicht mehr viele, aber was sollen wir schon machen? Wie sieht's aus? 84, 84. Was ist das? Schleifmaschine nehmen wir mit. Stemmeisen nehmen wir mit. Die nehmen wir sowieso mal mit. Passt schon. Gut. Ihr kümmert euch selbsttätig und wir schicken den Jungen mal wieder raus, um die Filteranlage zu reparieren. Wie sieht's hier aus? Täglicher Verbrauch 0,8, 0,6. War das 0,6 oder 0,8? Kraftstoff hinzufügen und danach reparieren. So. Nee, 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 nee. Den Jungen will ich. Der junge Mann hat hier nämlich auch noch was zu erledigen. Ja, nix von schöner neuer Welt. Ich habe überhaupt keine Lust, mich mit ihr anzulegen. Sehr gut, sparen wir an Ration, kochen wir uns lieber etwas Fleisch. Tag 19. Lasst mal sehen. Benzin nehmen wir mit, Sand nehmen wir mit. Falls wir unterwegs auf jemanden zum Handeln treffen. Ein Blumenhändler. Nein. Blümchen brauchen wir momentan ganz bestimmt nicht. Wir haben Bedarf an vielen Dingen, aber nicht an Blumen. Aber immerhin schon 19 Tage überlebt. Und die Katze lebt noch. Ich hatte erwartet, dass wir sie spätestens nach einer Woche oder nach zwei essen. Aber stattdessen haben wir frisches Fleisch im Kühlschrank. Lecker wild. Hm. Ja, ich dachte doch, dass ich da jemanden gesehen habe. Eine kleine Tankstelle. Ob es da Benzin gibt? Wie sieht's hier aus? Im Generator nicht mehr so viel. Okay, lass mal sehen. Zweimal Nahrung. Nylon. Okay, haben wir keinen Platz mehr für. Nehmen wir aber trotzdem mit. Lass mal da.
Kaputter Fernseher. Fürs Recycling. Egal. Ich glaube, wir nehmen aber den Fernseher statt der Linse mit. Ja. Und der Timer hat mir gerade mitgeteilt, die Episode ist wieder vorbei. Deswegen danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Und wenn euch irgendwas gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel. Na, das schauen wir uns noch an. Ins Geschäft kommen. Okay, dafür ist noch Zeit. Und wenn alles nichts hilft, Pistolenmunition, Handelswert. Ach, da unten steht der Handelswert. Das ist schon mal nicht unpraktisch. Wolle hätte ich gerne eine Menge. Klar, wenn wir das Zeug handeln, ist es nur 15 wert. Aber wir wissen ja, dass eine Menge davon reinkommt, also... Ja, noch bestimmt noch irgendwas, was nix wert ist. Hm. 10. Klebeband. Nektar der Götter wird beim Fertigen verwendet. Gefällt mir. Okay. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.